Yodo Dillidong, Ladies and Gents, hier ist mal wieder euer Furlong Force und wir spielen eine Runde Call of Duty fucking Ghosts. Ja, ihr seht schon, ich habe jetzt gerade die 2,5er KD neulich geknackt, 2,51 habe ich aktuell. Und wir versuchen heute eine Live-KEM. Das heißt, die Serie heißt jetzt Road to KEM. Mal schauen, wie lange ich brauche. Wir versuchen das Ganze ein bisschen kürzer zu halten, also gehen wir auf KEM in TD fucking M. Nice Map. Schauen wir mal, wie die Gegner ausschauen. 2er KD. War der jetzt in meinem? Der hat eine 2er KD und ist in meinem Team. Also rücken wir uns noch den Sack zurecht. So. Freight ist eine richtig geile Map. Ich spiele jetzt mit der Emta. Okay, ich nehme an, ihr habt gerade Facebook gehört. Ja, das war Facebook. Jetzt läutet ja alles. Yay. Hätte ich vielleicht vorher ausschalten sollen. Also derjenige. Ah. Team Deathmatch. Wir spielen, wie gesagt, mit Emtar. Ich versuche jetzt auch dementsprechend euch immer Tipps zu geben, beziehungsweise anzusagen, was ich gerade mache, um auch quasi live zu KEMonieren. Nicht zu onanieren. KEMonieren. KEMonieren. Let's KEMonier. Und übrigens, es läuft recht flüssig bei mir. Also FPS sind recht konstant. So, Part Nummer 1. Ich höre die Gegner. Die ersten werden von hier kommen. Da kann ich gleich erkennen, wie schlecht die Gegner sind. Ich höre aber keinen. USBV, der spielt mit USBV. Ach, ja, wie gesagt, erste Runde. What? Meine Maus ist noch nicht so, wie ich... Ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn man so anfängt zu spielen und sich denkt... Und man sich so denkt, die Hand ist... Ah, servus. Ich hätte mich so um die Ecke... Da war was, oder? Wir liegen in Führung. Alter, mein Aim ist gerade richtig beschissen mies. Ich weiß aber, dass da gleich jemanden kommen wird. Boah, mein Aim ist gerade richtig mies. Richtig mies. So, 3-0. Problem ist, ich habe noch nicht so diese Handbewegung, die ich jetzt eigentlich haben will. So, ich höre jemanden. Mal schauen, was... Let's get ready to rumble! Let's... Na, ah, Sniper oben im ersten Stock. Ja, da ist im ersten Stock. Dann höre ich sogar bis daher snipen. Versuchen wir ihn zu überraschen. Und zwar um rauf... Wir klettern jetzt rauf und ich versuche einfach nicht... Da kannst du... Wo ist der hin? So, willkommen zu 4:0. Let's get ready to rumble. Da ist noch einer unten. Ey, 7. Ich sag's euch gleich, 7.1 Headset. Wo ist der? Ah, da ist. Ja. Probieren wir es nochmal. Gute Nacht. USBV hat der dabei. KEMonieren. Let's do KEMonieren. Eine KEMonation. Okay. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Hä? Da ist noch einer. Das sind meine Teammates. Da waren meine Teammates. Der wurde weggesniped. Ja, das habe ich jetzt auch vermutet, dass der da oben drinnen chillt. Sein Leben chillt. Ja, wo ist... Alter. USBV, ich hab's gewusst, dass da sowas in der... Jetzt warten wir mal. Immer so Tipps, Numero, Tricks. Tipps und Tricks. Chillt euer Leben, wenn ihr angehittet seid. So, da kommt jemand. Da kommt noch einer. Der ist über uns, oder was? Erst...
Der ist noch immer da oben, oder was? Oder schon wieder? Schon wieder! Und ich habe ihn nicht gesehen. Das ist die Frage, wo kommt er her? Deswegen liebe ich den FOV-Change. Ich sehe beide Ecken. Er ist da draußen. Da war gerade einer, oder? Ich weiß es nicht. Also geht sich das noch aus? Cam-mäßig? Ja, könnte sich noch ausgehen. Let's do Camonieren. Da ist ein Päckchen. Ich brauche ein blaues Päckchen. Ich liebe blaue Päckchen. Wenn blaues Meth gut ist, dann brauche ich sicherlich auch blaue Plünderer-Päckchen. Die weißen Plünderer-Päckchen bringen mir nicht so viel. Ich bin lieber derjenige, der sich die blauen Päckchen reinstößt. Ja, was? Komm her da, die sind da drüben. Da mal lehnen. In der was brauche? Ah, ich habe jetzt übrigens Meisterschütze. Nice. Aha, du mich auch, Kollege, du mich auch. Oh ja, der ist da. Der ist über mir direkt. Mein Problem ist jetzt... dass die Zeit knapp wird. Da war einer. Ach Gott. Ich muss jetzt nämlich ein bisschen pushen, dass ich... sich das Ganze mit der Zeit noch ausgeht. KIM for the win. USB-IV, fick dich. Da kommt er, da kommt er. Ich weiß gar nicht, auf welchem Streak ich gerade bin. Aber ich nehme mal an, nicht so schlecht. Chill dein Leben, Furlong. Chill dein Leben. 15er, 15er erst. Muss aggressiver werden. Den höre ich auch. Hu 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 hu! Let's do this, bitch! Ach Gott. Assist bringt mir nicht sonderlich viel. Road to fucking Cam. Wir sollten wieder da drüben spawnen. Jetzt wird's echt geschissen knapp. Da ist einer. Hu, kommt's, kommt's live, KM. Ich habe eh KM mit jeder Waffe. Noch nicht gemacht mit der. 20, komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Ich wollte jetzt eigentlich einen Road to Cam machen. Scheiße, es geht sich nicht mehr aus. Eins. Geht sich nicht mehr aus. Komm, 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 wo ist er denn? Scheiße, ich habe Hardliner dabei. Zwei. Scheiße. 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 Ach, fuck. Ach, fuck. Eins vor KIM war das Game aus, Leute. Das nenne ich mal Road to KIM live. LOL, 1 vor KIM. Das ist der Grund, warum ich eigentlich TDM so hasse. Ich schaffe es nie. 29:2. KIM fail for the win. Ich würde mal sagen, das ist trotzdem eine richtig nice erste Episode. Und ich versuche jetzt gleich nochmal mit der gleichen Waffe eine zweite Episode aufzunehmen. Schreibt es mal in die Kommentare. Was haltet ihr von dem ganzen Road to KIM, besonders wenn es so spannende Runden sind? Richtig nicer Scheiß. Und ja, schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe das jetzt richtig nice gefunden und ich mache jetzt eine KIM für euch. In dem Sinn, I love you. See you, ladies and gentlemen. Bye, bye.